Deutschlands Amateure netzen wie die Weltmeister. Das sind die Top-Tore der Saison 17-18. Den Anfang macht Pascal Hacketal von der U19 des SV Werder Bremen. Mit diesem Freistoßhammer schießt er sich und sein Team zum 1:0-Sieg im MK Ruhr Cup gegen den AS Ruhr. Eine besondere Eckballvariante sehen wir auf Platz 9. Ali Moslehe besorgt die atemberaubende Vorentscheidung für seinen Wedeler TSV im Hamburger Pokalspiel gegen den VfL Lohbrügge. Der Grundstein für das spätere Vorrücken bis ins Halbfinale. Rang 8. Mit diesem Fallrückzieher erinnert David Barroso Perez von DJK Arminia Bochum an Zlatan Ibrahimovic. Trotz dieses wunderschönen Tores verlieren er und sein Team jedoch mit 1:3 beim SV Höntrop in der Westfalen-Kreisliga A. Den verdienten 7. Platz holt sich der ehemalige deutsche U-Nationalspieler Nico Segert vom FSV Frankfurt. In seinen 3 Länderspielen konnte er nicht treffen, umso schöner aber hier beim 5:1 Testspielsieg gegen die SG Bornheim Grün-Weiß. Rang 6. Wie Müller gegen Algerien, diesmal nur erfolgreich. John Liebelt von der U16 von Union Berlin wandert mit dieser überraschenden Freistoßkombination auf den Spuren des Weltmeisters. Tor Nummer 5. Altan Sarg und sehr hohe, lange, herausragende Schlenzer im Spiel seines FV Stierstadt gegen die Spielvereinigung 05 Oberrat. Sein bildschöner Ausgleich kann die 2:4 Niederlage in der Gruppenliga Frankfurt jedoch nicht verhindern. Platz 4 und damit knapp das Podium verpasst hat der überragende Torjäger Sven Müller vom Hamburger Oberligameister TuS Dassendorf. 27 Treffer gelangen ihm in dieser Saison, das mit Sicherheit sein schönstes. Die Bronzemedaille geht an diesen zielgerichteten Langschlag von Union Berlin-Profi Akaki Gogia. Ein absolutes Highlight beim 9:1 Testspielsieg bei Türkiyemspor und ein verdienter 3. Platz. Rang 2 holt sich Abdurrahim Turan vom SSV Süng mit diesem hochpräzisen Freistoß beim Stand von 1:2 gegen den TV Hoffnungsthal. Eine eigentlich ungefährliche Situation, aber nicht mit Turan. Platz 1 und damit das Top-Tor der Saison 17-18 geht an Thomas Melder von Rot-Gelb Wesseling. Mit diesem Wahnsinnstor direkt nach dem Anstoß legt er den Grundstein für den 4:2-Sieg in der 3. Runde des Bitburger Pokals gegen BC Efren. Das ist sie, unsere Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch!